Moin, moin. Ja, willkommen. Heute mal ein anderes Format, ein Livestream. Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Was möchte ich heute mit euch machen? Ich möchte versuchen, euch Werkzeug an die Hand zu geben, damit wir ein besseres Verständnis dafür kriegen, was man alles braucht, um bestimmte Positionen auszubilden. Das Ziel ist wirklich, dass wir am Schluss erstens ein Bild davon haben, was mindestens notwendig ist, und dann aber auch wissen, okay, what is really necessary? Also was brauchen wir vielleicht auch nicht, wenn wir das versuchen auszubilden. Ich versuche das anhand Drills zu machen, und da sehen wir schon unser Lieblingswort, Coaching Points, und die für die jeweiligen Drills. Das Ganze dann auch festzuhalten, dass man das ein bisschen visualisieren kann, das Ganze. So, fangen wir an. Erster Drill. Was haben wir da? Was habe ich zumindest versucht vorzubereiten? Nehmen wir den mal rein. Alabama University, DB Drills. Fangen wir damit an. Wichtigste für ein DB meiner Meinung nach, egal, Man Zone Coverage, T-Step. Sehr gute Ausführung hier, meines Erachtens nach. Es gibt ja viele Tapes auf YouTube. Ich habe versucht, das Beste rauszukriegen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Herausforderung dabei. Wenn man auf YouTube ist, dann herauszufinden, was ist denn die gute Referenz, die wir jetzt gerade haben. Ich muss mich da mal ein bisschen zurechtfinden. Genau, was wir hier gut sehen, ist der Backside T-Step. Warum Backside T-Step? Wenn wir das auf der Play-Side machen, das Ganze, das heißt, wenn wir den hier auf der rechten Seite machen würden, dann würden wir das Momentum des Cuts mitnehmen und daraus nicht ein V machen an der Stelle, sondern wir würden daraus ein L machen, weil wir das Momentum der Rückwärtsbewegung mehr ableiten in eine Bewegung. Wenn wir den Backside nehmen, dann lenken wir das mit 90 Grad, dadurch, dass die Hüfte uns begrenzt an der Stelle, genau maximal in die Richtung. Wobei muss man hier aufpassen, das machen die auch alle sehr gut. Die setzen richtig schön die Hacke hier rein, das sieht man super, super gut in dem Bild. Die Hacke rein. Und da sieht man auch schon das, worauf man drauf aufpassen sollte. Und zwar die zwei hier im Vergleich. Wenn ich die linke Seite anguckt, dann habe ich hier das eine Bein. Die Hüfte ist offen zu der Seite. Und er öffnet auch das Bein zur anderen Seite auf. Und im Gegensatz dazu habe ich hier auch wieder T-Step Backside. Die Hüfte ist auf zur linken Seite. Aber der nimmt die Hüfte nicht auf. Und man sieht das Resultat dessen. Seine Schulter ist noch dahin gedreht, er kann seinen Oberkörper gar nicht aufmachen in die Richtung, in die er eigentlich aufmachen will. Das heißt, bei dem T-Step in dem Fall ist es super wichtig, erstens die Tiefe zu behalten, den Foot wirklich zu planten in der Hacke, damit das ein abrupter Stopp wird und wir den Richtungswechsel nach vorne auch machen können. Und man sieht da auch, dass der eine wesentlich mehr weiter nach vorne kommt, wesentlich mehr Power in den Schritt reinbringen kann und die Hüfte schon, dadurch, dass er die Hüfte aufgemacht hat, während er den T-Step gemacht hat. Mal sehen wir es nochmal. Er macht die Hüfte schön auf. Hier die 20 an der Stelle ist tief. Er nimmt die Arme vielleicht ein bisschen weit weg vom Körper. Aber es ist in dem Fall eine super gute Ausführung. Das ist auch die 24 hier auch super. Wenn man den gleich sieht. Die 20, die hat schon eine gute. Und die 24 auch. Vielleicht ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu aufrecht. Aber man sieht schön, dass er den Oberkörper in Laufrichtung schon aufmacht und nicht eben den Oberkörper hier direkt, der danach folgt. Genauso würden wir es nicht machen wollen. Müssen wir mal den Punkt finden hier, so da genau. Man sieht, der hat den Oberkörper noch entgegengesetzt gedreht. Wir wollen den Oberkörper schon in Laufrichtung gedreht haben an der Stelle. Und das ist da die auf jeden Fall mit die Hauptessenz, die wir da rausziehen wollen. Gehen wir mal weiter durch, ob wir noch ein paar gute Beispiele finden. Da sieht man es auch. Der nächste wieder den Oberkörper gedreht in die nächste Laufrichtung. Er dreht sich nicht zurück und muss nicht dann über dem ganzen Körper entgegengesetzt arbeiten. Das ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, ihr kriegt das auch mit. Generell
Wo man auch noch darauf achten muss, ist, dass vor allem, wenn wir im T-Step arbeiten, das sind so die ersten 5, 6 Meter, dass das Pad-Level schön niedrig bleibt, damit wir auch daraus beschleunigen können. Also nehmen wir das mal alles mit, was wir jetzt festgehalten haben. Man sieht hier die 16, der macht es nicht, der macht das Bein auf, ja, aber er dreht den Körper nicht in die Richtung, in die er eigentlich möchte an der Stelle. Okay, das ist auf jeden Fall nicht das, was wir wollen. Nummer 4 an der Stelle hier. Man sieht das sehr deutlich, er schaffelt eigentlich mehr in diese Richtung. Und richtet auch sehr schnell auf. Hier auch eine gute Seitenansicht des Ganzen nochmal. Ja, man sieht, dass sie teilweise anfangen, da reinzurutschen, also reinzuspringen in die Bewegung. Das heißt, sie jumpen hier von vorne nach hinten. Das soll es auf gar keinen Fall sein. Jeder Schritt muss bewusst gesetzt werden an der Stelle. Ja, da sieht man es auch wieder, der mit dem grauen Shirt. Das ist nicht das. Die Nummer 3 da ist ein guter Set gewesen. Da kommt er. Macht jeden Schritt bewusst. Macht jeden Schritt bewusst. Ah, der erste hier, der zweite hüpft schon, der dritte ist nur noch im Jumpen, der ist am schlimmsten und da kommt der Neuer, der setzt jeden Schritt bewusst, genau der danach kommt genauso. Da wird geschaffelt. Man sieht auf jeden Fall deutlich den Unterschied zwischen den Jungs, die breaken und richtig raus beschleunigen können, weil sie im Pad-Level tief sind, weil sie ein Tiefset machen und eben weil sie die Hüfte richtig aufmachen an der Stelle. Da muss man auf jeden Fall darauf achten, alle Coach Points auch wirklich wahrnehmen. Was ich in einigen Videos hier bemängeln werde, das hört man jetzt auch nicht, was die da abcoachen, aber wenn manche, auch wenn das gute Universitäten sind, heißt das nicht, dass der Coach da perfekt ist, der da rumläuft. Ich zeige auch später ein, zwei, wo richtig gute, also Nick Saban zum Beispiel aktiv ist und da sieht man ganz deutlich, okay, der coacht jedes Mal ab, der ist jedes Mal ein Coaching Point am Anbringen und das ist super relevant, auch wenn das hier hohe Colleges sind und die dann halt mit Reps einfach arbeiten, auch mit dem Haufen der Reps, dann ist das in dem Fall auf jeden Fall viel, viel essentieller, dann auch die Quality Reps rauszuholen an der Stelle. Wann macht es Sinn, ein T-Step auch in Open Field zu benutzen? Was hat man da noch weiter zu beachten, wenn ich jetzt anfange, einen T-Step in Open Field zu verwenden? Dann wird auf jeden Fall für mich, also es ist auf jeden Fall eine Zone Coverage, in der Man Coverage wird das nur vielleicht in der Catch-Technik, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, Blitz- und Catch-Techniques, der Fall sein, dass es notwendig ist. Aber davor kann es sein, dass ein Safety in der tiefen Zone Coverage auch nochmal einen T-Step setzen muss. Aber, und da muss man sich bewusst sein, der ist ja jetzt wie hier zum Beispiel in dem Beispiel zu sehen. Der ist dann schon eine ganz schöne Weile unterwegs und der wird das Ding nicht auf einem Dime stoppen und das wird dann auch nicht gesund für ihn. Trotzdem kann man das auch trainieren, coachen. Man sieht, die lowern hier ihren Körperschwerpunkt auf jeden Fall tief weit runterbringen, dann trotzdem auf der Backside den T-Step gesetzt an der Stelle und dann eben beschleunigt zum Ball. Man muss eben nur dann dem Spieler bewusst machen, okay, du bist halt beschleunigt, du musst erstmal runterkommen, du musst das Pad-Level nicht nur wieder runterbringen, weil du im Backpedal halt schon automatisch ein bisschen aufrecht wirst, weil du beschleunigen willst, sondern du musst auch deinen ganzen Körperschwerpunkt, also die Hüfte auch mit runterbringen, damit du das Ganze auch bewerkstelligen kannst. Ja, Pedal, 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 Körperschwerpunkt runter, T-Step Backside und dann wieder raus beschleunigt. Immer dann, wenn man es braucht. Das heißt nicht, dass wir das, also wenn die Zone, die man spielt, das von einem verlangt, dann kann man das so machen. Wenn nicht, dann sollte man das tunlichst nicht tun an der Stelle. Ich mache das noch ein bisschen kleiner. Besser. So. Das dazu gehen wir zum nächsten über. Also dann machen wir eine natürliche Progression daraus, wie wir in der Man Coverage da durchgehen können. Mit Fußarbeit.
Die nächste Progression ist die, und das werde ich jetzt auch versuchen, in ein paar Videos klar zu machen, wenn wir da durchgehen durch so eine Man-Progression und versuchen, vor den Receiver zu kommen und uns entsprechend der Route dann den Cut zu laufen, dann sollte das auch als Progression stattfinden. Das heißt, als erstes will ich den T-Step, dann kommt der Mid-Range, da werde ich gleich ein gutes Beispiel dafür bringen, warum man nicht zu lange im Backpedal bleiben sollte, sondern, und das sind auch die Videos, die ich dann zeige, sehr früh in eine Transition geht, sodass man ins dritte Level gehen kann. Dass man auch wirklich die Hüfte dann auch rotiert und zwar nicht dann erst, wenn der Receiver auf der Höhe ist, sondern wirklich preemptive, also weit bevor man es wirklich nötig hat, das zu tun, damit man erstens in Phase bleiben kann, also über dem Receiver bleiben kann, damit man das Tempo halten kann, was er im Vorwärtsgang aufbaut. Da muss man eben dann nur auf die Sachen eingehen, die dann an der Stelle passieren können, sprich auf alle Cuts, die der Receiver dann machen kann. In Ergo, wir müssten einmal den Passing Tree durchgehen, aufgrund der Technik, die wir jetzt von den Menschen verlangen. Das ist auch eine Sache, die ich in allen den Drills, die wir sehen, nicht gut finde, weil die Jungs in fast allen Fällen gegen die Luft oder gegen den Ball arbeiten. Und das ist eine Sache, die eigentlich nicht gut ist. Für immer an der Stelle hier versuchen, irgendwo. Moment, so hier irgendwie ein Target aufzubauen, das die Jungs hier runterbringt. Sprich, irgendeinen von den 38 Spielern, die da rumstehen, das Feld runterlaufen lassen. Und wenn es nur ein Jogging ist, dass die Jungs auch wirklich den Key haben, den sie da zu lesen haben. Sprich, dass sie auch wirklich eine Hüfte haben, an der sie einen Read machen können. Und nicht, dass sie gegen den Ball spielen, weil die in den seltensten Fällen, wenn sie jetzt in der Man-Coverage, wenn sie on top bleiben wollen, den Menschen angucken, also den Quarterback angucken und versuchen, den Ball zu identifizieren. Die werden in vielen, vielen Fällen einen Receiver spielen müssen. Eigentlich immer, weil in Man-Coverage wird auf den Receiver geguckt. Und dann muss ich ihn auch eben entsprechend hier dazu konditionieren. Wenn ich ihn dazu konditioniere, jetzt die Bewegung auf den Ball zu machen und im Spiel muss er das dann plötzlich oder in den One-on-Ones muss er das auf Receiver machen, macht das für mich dann immer ziemlich wenig Sinn. Immer wieder so ein praktisches Beispiel, wie man Werkzeug eben auch falsch nutzen kann. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Coaching Point. Sprich, ein Target geben oder ein Key geben. An der Stelle. Das ist so mit eines der allerwichtigsten. Das ist nichts, was ich korrigieren muss, sondern wo ich als Coach auch noch drauf achten muss, dass ich nicht den Menschen gegen Luft laufen lasse oder mit dem Ball versuche, irgendeine Richtung zu bewegen, weil im Spiel wird er das auch nicht tun. Er muss diese Hüfte lesen, das muss er lernen. Das nächste ist ich nenne das mal Early Transition. Da werde ich gleich noch ein Gegenbeispiel bringen. Dann sieht man sehr, sehr deutlich, wie langsam Spieler werden, wenn man ihnen das nicht gibt, die Möglichkeit. Gehen wir einmal durch den Drill hier durch. Und da sehen wir ganz früh, ja, Handzeichen überhaupt nicht das, was wir wollen, weil er muss irgendeinen Key haben, auf den er das machen kann. Aber was wir sehen, wir haben eine frühe Transition, wir bringen aber den Körper nicht so weit hoch. Auch hier wieder, er nimmt die Hände hoch, nimmt sie runter und darauf machen die ihre Cuts. Im Spiel sind das, der beschleunigt oder er kommt runter oder er dreht die Hüfte als Key. Das sind alles Sachen, die er dann im One-on-One oder so lernen muss. Nichts, was ich jetzt aufgrund einer Bewegung eines Armes von irgendjemandem nachvollziehen kann als Spieler oder mich darauf konditionieren kann an der Stelle. Aber an der Stelle gut gesehen, wieder, wenn wir jetzt schon die Transition durch haben und uns upfield geturnt haben, dass wir dann Körperschwerpunkt runterbringen, Break machen und das eben nicht mehr T-Step, sondern wirklich so der Anfang der Progression ist der T-Step. Wenn im ersten drei Schritten was passiert, dann kann ich den Spieler attackieren. Wenn ich den Cut da sehe, wenn ich dann die Transition habe, kann ich runterkommen und eben die Route attackieren. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil es ist eine der Transitions, die, also genau in dem Moment bis hierhin, wird der T-Step noch das, was ich brauche. Ich merke, okay, mein Momentum reicht nicht. Ich mache meine Transition. In der Position antizipieren die Spieler schon wieder, weil der Coach wahrscheinlich immer sehr, sehr früh seine Arme runternimmt, dass die jetzt hier runterkommen werden und reagieren nicht. Der Erste hier vorne auf jeden Fall. Aber was sie alle gut machen, sie bringen ihren Körperschwerpunkt runter, nach hinten am meisten delayed. Aber sie bringen den Körperschwerpunkt runter. Sie kriegen die Hüfte gedreht in Laufrichtung, was hier noch verbessert werden kann bei fast allen ist, dass wenn sie da reinkommen jetzt, dass sie die Hüfte gedreht haben, aber dass
der erste Schritt der Beschleunigung nicht hochkommt. Also sprich, das zweite Knie, was die Spieler jetzt hochgebracht haben, das geht wirklich hoch bis über die Hüfte. Aber der erste Beschleunigungsschritt, der da rauskommt nach dem Cut, der muss schon Knie so hoch es geht beschleunigen. Pad-Level muss auch noch niedrig bleiben, weil man will dann ja noch auf die Situation reagieren. Und das wäre dann die natürliche nächste Progression, die ich habe. Early Transition, früh hoch, drittes Level schützen, vor den Menschen bringen. Was mir jetzt an jeder Stelle auch fehlt, ist, dass die Jungs Backside ihre Hand bringen. An der Stelle, dass sie halt hier nicht die Arme rauskriegen, weil wenn sie in die Transition reingehen, dass sie auch wirklich den Receiver dazu bringen, entweder aufzulaufen oder an ihm vorbei, weil in ihn rein darf er nicht. Und wenn er erst an ihm dran ist, ist es schon fast zu spät. In Deutschland auch viel zu viel unterschätzt, dass das physische Dominieren der Receiver auch nach 5 Meter, das ist nicht unsere Regel in Deutschland. Wir können die, solange der Ball nicht in der Luft ist und wir tiefer stehen als Defense Back auch, physisch im Square von ihrem Upper Frame auf jeden Fall behindern. So, machen wir das ein bisschen vollständig nochmal, dass wir das im Bild haben. Also wir wollen eine Early Transition. Wir wollen aber tief bleiben. Wir wollen auf jeden Fall den Key, wenn er dann kommt, auch wirklich explosiv lesen. Explosiv aus dem Cut gehen. Und das ist dann immer der Man's Man-Turn-Arm, den wir dann bringen wollen. In dem Fall den Innenarm bringen, damit wir auch den Receiver, wenn man jetzt einen Dummy da hinstellt, dann kann man das sogar richtig gut nachstellen, wenn man wirklich den dann runterlaufen lässt und nicht irgendwie einen Ball durch die Gegend hochhebt und runterhebt, sondern wirklich einen Dummy mit da reinbringt, dann kann man die Jungs auch noch zumindest den Dummy versuchen zu slowen, sodass man die Technik da ein bisschen weiterkriegen kann. Gehen wir nochmal durch ein, zwei durch. Sieht hier, das ist der erste gewesen. Machen auf, kommen runter, öffnen die Hüfte und kommen zurück. Natürlich nicht der einzige Cut, den wir haben. Das ist so alles, was Midrange ist. Also wenn man Passing Tree hat, ist das erste, was wir gesehen haben. T-Step ist für einen Slant, für einen Quick Out, für einen Bubble and Screen. Alles, was so im ersten Level passiert. Wenn wir dann im zweiten Level sind, haben wir einen In-Out, einen Curl, einen Hitch vielleicht auch noch. Wo wir dann schon in der Transition sind, runterkommen müssen. Und das ist so ziemlich der schlimmste Move, der uns als DB treffen kann, wenn wir jetzt durch die Transition gehen. Sprich, wir müssen von der Position jetzt auch, was wir jetzt eben auch schon gesehen haben, von vorne ist jetzt an der Position, wo die Kamera von hinten ist, wo die Jungs eben hier runterkommen und dann den schlimmsten Cut haben müssen. Ne? Also T-Step hier vorne zuständig, dann haben wir in der Transition, dann kann es sein, dass der In-Out oder dann will er halt hier hochgehen. Und der Schlimmste ist eben, dass wir den Turn zur falschen Seite gemacht haben. Wenn man das aber antizipiert und eben auch hier an der Stelle konditioniert, dann können sie runterkommen. Man sieht hier 1, 2, dass sie nicht richtig runterkommen, wie der Äußerste an der Stelle hier auf der linken Seite. Dadurch wird da so eine Bananen-Tanker-Kurve draus. Das wollen wir auch nicht, sondern die sollen ganz runterkommen. Und dann sieht man auch, dass die anderen wesentlich schnell wieder zurückkommen können, weil sie einen tieferen Körperschwerpunkt hatten an der Stelle. Ja, schlimmste Bewegung, die man in der Mat Coverage treffen kann, also Backside-Shoulder-Wurf auf den Turn, den wir hatten. Wenn man das, und deswegen muss man es halt eben auch konditionieren, wenn man das möchte. Wir sehen später noch andere Techniken, wo die Jungs auch immer wirklich die Arme bringen, aber ich versuche jetzt immer zu dem Coaching-Point, den mir gerade sehr wichtig ist, oder dem Abbild, das zu finden, was hier an der Stelle auch relevant ist. Jetzt sehen wir so, okay, nächste Stufe vom Passing Tree. Was ist, wenn ich dann eine tiefe Inside-Route kriege von dem Menschen oder tiefe Outside-Route von dem Menschen kriege, also wieder weg von meinem Turn, aber eben ich will die Tiefe gewinnen an der Stelle. Ne? Also es wäre quasi genauso die nächste Stufe des Passing Trees. Ich hab die hier vorne abgehandelt, ich habe den zurück abgehandelt und jetzt komme ich auf die Routen, die wirklich in die Tiefe gehen, auch einmal durchgehen. Wieder derselbe Punkt für mich.
Das kann ich nicht immer anhand von einem Arm oder so machen. Ich muss das konditionieren, was ich gerade als Reaktion sehen will, indem ich auch versuche, den Dummy hinzustellen, der denen genau diesen Key gibt, auf den die den Schlüssel, auf den die Route auch laufen, auf dem die Coverage an der Stelle auch laufen. Aber was gut ist, die Köpfe sind zurück, die haben eine schnelle Transition, die kommen da raus, nachdem der T-Step eben nicht mehr nötig ist, weil die Beschleunigung, das Momentum des Receivers zu hoch ist. Genau, früh hoch, Turn. In die Transition rein, hoch und dann Quick Turn über die tiefe Schulter. Also nicht versuchen, den Backside Turn zu machen. Da gebe ich gleich auch nochmal ein paar Negativbeispiele, zeige ich euch, was ich damit meine. Aber durch den Quick Turn an der Stelle, dass wir die wirklich über die Schulter gehen, über die wir vorher schon gegangen sind. Wir gehen also, wir turnen über die Seite und dann machen wir den Quick Turn auch zu der Seite, obwohl wir die Vision hatten wir gerade hier. Ja. Und jetzt wollen wir die Division auf die Seite rüberkriegen, weil wir wissen, dass die Route hier rüber geht vom Receiver. Also bringen wir aber trotzdem den Kopf über die Außenseite, weil wir dadurch einen Beschleunigungsschritt setzen können an der Stelle und wirklich noch mehr Speed rausholen können an der Stelle. Und nicht den Speed rausnehmen, weil wir eben wieder zurückkommen über die Feldseite. Sieht man es ganz gut jetzt hier. Komm raus, kein T-Step, Transition, hoch, Quick Turn und einfach Upfield weiter. Im Zweifel, wenn der Receiver nicht sieht, was ob der, also wenn der Receiver sieht, dass der, wenn der DB sieht, dass der Receiver den Körperschwerpunkt runterbringt, nicht Stutter Steps macht, dann wirklich den Körperschwerpunkt runterbringen. Das ist auch eine Sache, die man eben mit solch einem Schlüssel, wenn man ihn jetzt mit reinbringt, als Dummy noch forcieren kann. Man kann auch wirklich dann sagen, okay, dem Receiver, der da als Dummy steht, mach mal Stutter Steps, aber lauf trotzdem den tiefen Post. Oder mach Stutter Steps und werd tief und werd langsam und dann kommt zurück für den Hitch. Sodass dann auch wirklich die Jungs die unterschiedlichen Keys kriegen. Genau. Guck mal, ob wir noch einen Rap hier rauskriegen. Ja, einer kommt noch. Genau. Und das ist ganz wichtig. Hier sieht man das ganz gut an dem. Im gelben Trikot kommt hier hoch und man sieht, dass er in diesem Cut wirklich einen Cut draus macht und nicht einfach nur über seine Schulter dreht und beschleunigt. Das heißt, hier kommt er hoch, er macht einen guten Turn, gute Fußarbeit, er dreht sich weiter, hat einen tiefen Körperschwerpunkt, aber genau hier versucht er wirklich so einen harten Cut rauszulaufen und die anderen gewinnen halt viel mehr Tiefe. Dadurch, dass sie wirklich nur Speedturn machen. Eigentlich ist das wirklich nur Kopf von einer Seite auf die andere Seite bringen und dann einfach nur die Geschwindigkeit oder den Winkel leicht anpassen, sodass ich auf 45 lande, aber die Geschwindigkeit nicht verliere. Er hat dadurch, dass er halt versucht hat, wirklich so einen harten Cut zu laufen an der Stelle, deutlich Geschwindigkeit verloren und er endet im Zweifel hinter dem Receiver und nicht über dem Receiver, was hier kritisch ist. Das ist auch eine Sache, die man so nicht sieht, die man aber, wenn man den Dummy hinstellt, an der Stelle auf jeden Fall deutlich sieht. Wenn ich jetzt die Startposition hier ausmache, der geht hier hoch, der Receiver, und geht dann dahin. Und wenn ich jetzt sage, okay, mein DB, der ist an der Stelle, geht auch hier hoch und der macht halt so einen harten Cut, dann wird er unter ihm landen und langsamer werden. Wenn er aber wirklich nur einen Speedturn macht und hier oben bleibt, dann hat er die Tiefe zum Receiver behalten. Und wenn der Ball jetzt fliegen sollte, dann kann dieser Defense Back, der hier steht, nur noch hoffen, dass er nicht überworfen wird. Der DB, der aber tiefer ist als der Receiver an der Stelle, der kann auf jeden Fall eben auf den Ball in alle Richtungen reagieren, je nachdem, wie der Ball geworfen wird und dann eben auch besser den Pass verteidigen an der Stelle. Also da Tiefe gewinnen. Wenn man jetzt ins dritte Level geht, kommt da auf jeden Fall dazu, dass wir die Tiefe priorisieren, also Tiefe gewinnen, Speedturn im dritten Level. Das sind Keypoints, die dann später dazu kommen, desto tiefer ich im Passing Tree dann runtergehe. Ich will mal auch ein schlechtes Beispiel zeigen. Das habe ich auch vorbereitet. Und zwar ab 19. Dort da. Und hier sehen wir, was passiert, wenn ich versuche, zu lange einen Frontside Turn zu machen und zu lange versuche, eben die Transition aufzuhalten. An der Stelle zum Beispiel
wenn man 90 Grad Cut sieht und das sind jetzt schon boah, 4, 5 Meter, die die Jungs unterwegs sind. Das Momentum des Receivers ist jetzt schon sehr, sehr hoch. Wenn der an der Stelle einen Cut macht, dann wird das mit dem Out, dann wird das weniger was, wo er langsam wird, sondern eher noch beschleunigt. Wenn wir das an der Stelle so lange zurückhalten, dann sehen wir an der Stelle wirklich deutlich, dass sie, wenn sie jetzt noch anfangen, Backside T-Step zu machen, was sie an der Stelle auch tun, dass sie super langsam aus dem Cut rauskommen. Und ein Speed-Turn würde sie eben über dem Receiver halten und eben noch beschleunigen. Wie sieht es dazu? Gehe noch mal ein bisschen weiter, aber das sieht man hier super deutlich. Man sieht wirklich, dass die erstmal ein, zwei Schritte brauchen, um den Speed wieder aufzubauen, weil sie den wirklich komplett durch den T-Step auf der Backside rausnehmen. Was bei einem ersten Level nicht wichtig ist, aber sobald man hier sieht, die gehen ins zweite, da ist es halt wirklich übertrieben an der Stelle. Und das finde ich, sieht man hier sehr gut. Und deswegen wollte ich das auch noch einmal zeigen. Moin Moin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und habt nicht abonniert, dann macht das doch bitte einmal ganz kurz. Da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen. Vielen Dank dafür, sowieso für alle Subscriber. Ich bin mega dankbar. Ich freue mich über jedes Kommentar und freue mich auch, die dann auch immer beantworten zu können. Insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank.